Freunde, willkommen zu einem weiteren Video der Frage-Antwort-Runde. Ich bin's wieder, der Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt. Es sind einige interessante Fragen dabei, die einen alltäglich beschäftigen. Deshalb bleibt bis zum Schluss unbedingt dabei. Es wird sich definitiv lohnen. Wie schon gesagt, habt ihr wieder fleißig Fragen gestellt und ich versuche wie immer diese bestmöglich zu beantworten. Vielen Dank dafür an dieser Stelle, dass ihr diese Fragen stellt, denn so können wir als Community lernen, voneinander lernen und miteinander lernen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer up to date. Und falls dir dieses Format gefällt und dieses Video gefällt, dann gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos. Beginnen wir direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, hallo, ich habe eine kleine Frage. Wie ist es, wenn man neue Ware verkauft, die ich zum Beispiel bei Amazon kaufe? Hafte ich dann dafür oder kann ich die Garantie einfach wieder weitergeben? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Danke an dieser Stelle an diese wichtige Frage, denn diese Frage sollte jeden Verkäufer beschäftigen, der Artikel beispielsweise bei Amazon kauft, um diese bei eBay oder eBay Kleinanzeigen weiter zu verkaufen. Und ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, schau es dir gerne an, hier oben in der Infobox ist das Ganze ausführlich nochmal beschrieben, ansonsten gebe ich das Ganze hier kurz nochmal detailliert wieder. Es ist so, wenn du Artikel bei Amazon kaufst, um diese bei eBay oder eBay Kleinanzeigen weiter zu verkaufen, dann tust du das in erster Linie natürlich gewerblich und bist gesetzlich natürlich dazu verpflichtet, eine Gewährleistung dem Käufer zu geben. Die Gewährleistung ist jedoch was anderes als die Garantie. Die Garantie übernimmt in der Regel der Hersteller von diesem Produkt. Und nun ist es aber so, wenn du dem Kunden eine Rechnung ausstellst mit einem Rechnungsdatum, dann ist ab diesem Rechnungsdatum 2 Jahre in der Regel Garantie. Und diese Garantie übernimmt in der Regel auch der Hersteller. Nun ist es so, dass manchmal die Hersteller sich ein bisschen querstellen, wenn du nicht als ein autorisierter Händler von einem bestimmten Produkt die Ware verkaufst und dann im Grunde genommen ein Garantiefall eintritt. Dann stellen die Hersteller sich teilweise quer und sagen, nee, wir übernehmen nicht die Garantie, wenden sie sich an den Verkäufer. Und manchmal ist es so, dass du dann die Ware reparieren musst oder wie auch immer. Jedoch musst du wissen, wenn du das Ganze bei Amazon kaufst und das bei Amazon direkt kaufst, dann ist Amazon auch für die Garantie zuständig, beziehungsweise muss die Gewährleistung für diese Garantie auch bieten. Deshalb lohnt es sich definitiv, Waren auch schnell weiterzuverkaufen, um diese 2 Jahre Garantie auch in Anspruch zu nehmen bei Amazon. Und Amazon wickelt das in der Regel recht zügig ab. Das heißt, wenn du bei Amazon die Ware kaufst, bei eBay verkaufst und da mal ein Garantiefall eintritt, dann nimmst du diese Ware, du gewährleistest dem Kunden, dass du die Garantie, dich um die Garantie kümmerst und wendest dich dann bei Amazon bezüglich der Garantie und wirst dann von Amazon Ersatz oder Reparatur und wie auch immer bekommen. Dann bekommst du die Ware im besten Fall wieder zurück und schickst diese an deinen Kunden wieder. Kommen wir zur nächsten Frage. Guten Tag, berät der Anwalt auch, wenn es um Steuern geht oder hilft er nur bei Abmahnungen oder Rechtstexten? Super Video mal wieder, viele Grüße. Ja, viele Grüße zurück und danke für den Lob natürlich. Es geht hier um die Frage, wenn man Mitglied beim Händlerbund ist. Und Händlerbund bietet ab einem gewissen Paket auch die kostenlose Rechtsberatung, telefonisch oder auch per Mail. Und tatsächlich ist es so, dass alle Fragen rund ums Verkaufen, E-Commerce, natürlich aus verschiedenen Bereichen der Händlerbund auch Anwälte zur Verfügung stellt, die sich mit den Themen auskennen. Was Steuern angeht, wird das in erster Linie natürlich von einem Steuerberater gemacht. Der kennt das Steuerrecht und kennt die ganzen Einzelheiten, was in Bezug, in Bezug auf Steuern angeht. Jedoch gibt es auch teilweise wird der Händlerbundberater bzw. Anwalt dir auch einige Tipps geben können, was Steuern angeht. Jedoch werden sie bei bestimmten Fragen natürlich auf die Steuerberatung verweisen. Deshalb, wenn du jetzt überlegst, zum Händlerbund zu gehen, um dann steuerliche Fragen zu klären, dann würde ich dir das nicht raten, denn Steuern ist im Grunde genommen ein Thema für einen Steuerberater.
So, kommen wir nun zu der nächsten Frage, und zwar fragt Evgeni: Hi Alex, mich würde noch interessieren, mit welchen Dienstleistern du deine Ware internationale EU verschickst und wie die Versandkosten ausfallen. Das Thema ist ja generell ein sehr wichtiges, da die Kosten entscheiden, ob man seine Artikel außer Landes verkaufen kann. Ganz genau richtig, Evgeni, danke für die Frage. Und zwar habe ich einen Geschäftskundenvertrag bei der DHL, und DHL prüft hier in dem Falle, und ich denke alle anderen Versanddienstleister auch, wie viel Versandaufkommen hast du denn in die Bereiche, jetzt beispielsweise ins EU-Ausland. Und danach wird der Preis dann dementsprechend kalkuliert, ja. Und dementsprechend kannst du dann abwägen, okay, lohnt sich das für mich oder lohnt sich das nicht. In der Regel ist es so, dass es zwischen 8 und 15 € Versandkosten auf einen zukommen, wenn man das international EU verschicken möchte. Das wird in verschiedene Zonen aufgeteilt, und dementsprechend kannst du dir da auch mal schauen, ob das für dich passt oder nicht. In der Regel lohnt sich das, der EU-Verkauf, weil gut 10 €, sagen wir mal, im Durchschnitt bezahlst du dann für den Auslandsversand. Jedoch würde ich diese Kosten dem Kunden in Rechnung stellen. Denn Kunden aus dem Ausland, wenn sie in Deutschland bei dir kaufen, dann sind die auch in der Regel bereit, da 10 €, 12 € an Versandkosten zu übernehmen für die Sendung, und dementsprechend entstehen dir so nicht wirklich mehr Kosten. Im Inland, sage ich ja immer wieder, sollte man den Versand kostenlos anbieten. Den Preis für die Versandkosten kalkuliert man dann einfach mit ein. Kommen wir zur nächsten Frage. Hallo, muss es 10-mal derselbe Artikel sein oder ist damit gemeint 10 verschiedene Artikel vom selben Hersteller? Diese Frage bezieht sich auf die Freischaltung von Amazon-Produkten, wenn diese gesperrt sind und man eine Rechnung Amazon zur Verfügung stellt. Und Amazon sagt ja, 10 Artikel vom Hersteller oder vom Produkt auf einer Rechnung oder auf mehrere Rechnungen verteilt. Ja, das muss man auch bedenken. Und tatsächlich ist das eine gute Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich so ist, dass man auch verschiedene Produkte, also verschiedene Modelle von einem Hersteller in verschiedenen Rechnungen an Amazon zur Verfügung stellen kann, und dementsprechend kriegt man da eine Freischaltung für diesen Hersteller, um dann alle weiteren Produkte anbieten zu dürfen. Nun ist es so, dass es sein kann, dass es kategorieabhängig verschieden sein kann. Das heißt, vielleicht von einer bestimmten Kategorie oder von einem bestimmten Produkt müssen es unbedingt 10 Produkte von einem Produkt sein, vom gleichen Modell, um diese Freischaltung zu bekommen, um diese Produkte dann generell anbieten zu dürfen. Und teilweise ist es auch so, dass Amazon für bestimmte Produkte immer eine neue Freischaltung haben möchte. Das heißt, auch wenn es der gleiche Hersteller ist, möchten die für ein bestimmtes Produkt wieder eine neue Freischaltung, um das anbieten zu dürfen. Ja? Ich würde an dieser Stelle einfach mal das Ganze immer ausprobieren, Rechnungen zur Verfügung stellen, so viel wie möglich am besten, und dann einfach auch aus dem Zeitraum, dass es nicht zu große Abstände sind, und dann einfach schauen, ob Amazon das einem freigibt oder nicht. Wenn nicht, dann steht da meistens auch ein Grund dazu dabei, woran es liegt, was die noch brauchen. So, die nächste Frage lautet: Huhu, ich habe gerade ein Gewerbe angemeldet und bin auf deine genialen Videos gestoßen. Eigentlich wollte ich mit Retouren starten, da ich etwas Schiss habe, auf den Dingern sitzen zu bleiben. Hast du diesbezüglich einen Tipp für Sta als Starter oder für Starter? Ja, tatsächlich ist es so. Erstmal Glückwunsch, dass du ein Gewerbe angemeldet hast und den Weg gefunden hast, hier dich gewissermaßen nebengewerblich selbstständig zu machen oder einfach hier nebenbei was zu verdienen. Denn ich sage immer, es lohnt sich. Und ja, einen Tipp gebe ich dir auf jeden Fall, vielleicht sogar mehrere. Wie du das vorhattest, mit Retouren anzufangen, es ist gut, da mal Fuß zu fassen. Jedoch habe ich selbst die Erfahrung gemacht, dass man Retouren und Restposten sowas, ja, ich habe dir dazu schon mal eine kurze Antwort gegeben, immer schwierig ist, ja, vor allem am Anfang. Man muss sich da ein bisschen auskennen und schauen, was man da wirklich kauft, und ein bisschen Erfahrung sammeln. Denn auf Retouren kann man echt schnell auch sitzen bleiben. Denn das sind Waren, die benutzt worden sind, die ausgepackt worden sind.
und so weiter und so fort. Und teilweise die Verkäufer, die solche Sachen wie Restposten und Retouren anbieten, das klingt sehr wenig vom Preis her, und dann wird auch sehr viel Ware versprochen und teilweise wird auch nur Ware gezeigt, die ja sehr lukrativ aussieht, und am Ende kriegt man 10% an der schönen Ware und den Rest eigentlich nur ja Ware, die man gar nicht mehr gebrauchen kann oder auch nicht mehr verkaufen kann. Und da bleibt man auch ganz schnell drauf sitzen. Deshalb lohnt es sich, solche Sachen, wie ich die hier präsentiere, dass man dann im Grunde genommen so Fuß fassen kann, vor allem als Anfänger, dass man Produkte gezielt kauft von bestimmten Herstellern, die etabliert sind auf dem Markt, und dann auch als Neuware weiterverkauft. Ja, das Neuware funktioniert einfach besser in den Fällen als Gebrauchtware, weil Gebrauchtware kann auch gut sein, wenn man es zu sehr guten Preisen kauft. Aber in der Regel ist es dann schwer bei Retouren und so weiter, wo man dann Paletten bekommt oder wie auch immer. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Deshalb eignet sich das eigentlich nicht unbedingt für Anfänger und für Starter, die da gerade Fuß fassen. Kommen wir nun zu der nächsten Frage und ich glaube schon der letzten Frage. Der Preis ist das eine, aber die Qualität das andere. Hatte mit DHL schon so meine Probleme. Meinen Kaffeeautomaten für 600 € verkauft und top verpackt. Kam beim Kunden mit Schäden an. DHL redet sich natürlich wie immer raus. Das Paket wäre nicht richtig verpackt gewesen. Bla blub. Okay, man kann jetzt sagen, ab dem Versand geht die Haftung auf den Käufer über. Aber wie steht man dann als Verkäufer da? Danke für diese Frage. Natürlich steht man dann schlecht als Verkäufer da, denn in der Regel ist es so, wenn du gewerblich verkaufst, dann bist du natürlich auch für den Versandweg zuständig. Das heißt, falls auf dem Versandweg Probleme auftreten, bist du als Verkäufer da auch zuständig, diese Probleme zu klären und im schlimmsten Falle auch Schadensersatz zu leisten, beziehungsweise eine Rückerstattung an den Käufer zu veranlassen. Jedoch hast du einen Versanddienstleister, und wenn es in dem Falle DHL ist, dann musst du bei DHL einen Nachforschungsauftrag stellen, um diesen Schaden aufzunehmen und dann dieses Problem zu klären. Und ja, in der Regel ist es so, dass jeder Versanddienstleister sich erstmal aus dem Problem ja rausredet, beziehungsweise sagt, natürlich kann das Paket auch falsch verpackt worden sein, dass Schäden entstanden sind. Aber ich muss auch sagen, meine Erfahrung zeigt, dass da oft einfach nur das eine Standardantwort ist auf einen Schaden, auf einen Nachforschungsauftrag. Und dementsprechend würde ich hier auf mein Recht einfach beharren. Und zwar, du musst einfach so viel wie möglich sagen, beziehungsweise jedes Mal, wenn du eine Absage bekommst von DHL jetzt in dem Falle und die sagen, ja, sie haben das Paket falsch verpackt, dann sag denen mit Beweisen, wenn du welche hast sogar, und versuch das so gut wie möglich zu umschreiben, dass du da bestmöglich verpackt hast. Gegebenenfalls kannst du denen sogar ein Muster geben, oder wenn das Paket wieder zu dir zurückkommt vom Kunden und du siehst den Schaden dann, dann das Ganze auch fotografisch festzuhalten und dann auch Nachweise an DHL zu liefern. In der Regel ist es aber so, dass bei DHL, wenn man einen Schaden meldet, dass die erste Instanz erreicht. So, und wenn diese Instanz sagt, nee, der hat das schlecht verpackt oder wie auch immer, meistens ist das eine Standardantwort, dann bekommt man eine Absage, ja, dann bleibt man auf den Kosten sitzen. Das würde man widerrufen, also dann widerrufst du das einfach und sagst, nein, die Ware war sehr gut verpackt, es kann nicht sein, dass da Transportschäden aufkommen, dann wurde damit im Versandweg oder auf dem Versandweg schlecht umgegangen mit der Ware und mit dem Paket. Dann widerrufst du diese Aussage und schreibst nochmal eine Mail, dann kommt das in die nächste Instanz. Und kann sein, dass da wieder abgesagt wird, dass der Schaden wieder nicht übernommen wird. Dann widerrufst du es wieder und dann kommt es wieder in die nächste Instanz. Also es ist so, dass es immer, immer weiter höher geht, immer eine Stelle höher, wo dann die jeweils eine Entscheidungskraft auch stärker ist. Und ich sage mal so, ich habe schon Fälle gehabt, wo ich fünfmal eine Mail schreiben musste oder vielleicht sogar mehr, bis nachher es an der endgültigen Instanz ankam, wo die dann sagen, okay, der Kunde hat recht, er hat hier wirklich nach bestem Wissen und Gewissen verpackt und sich an den, ja, im besten Falle Vertrag gehalten vom Verpackung her. Und dann wird auch eine Schadensersatzleistung gewährt. Jedoch muss ich dazu sagen, falls du solche Waren wie ja, so ein Kaffeeautomat, der mal schnell 600 € kostet, natürlich verschickst,
dann würde ich empfehlen, da auch eine Zusatzversicherung abzuschließen. Das heißt, nicht diese Standard 500 € Versicherung abzuschließen, sondern eine höhere. Ja, das sind, ich glaube, im nächsten Schritt wären das bis 2.500 € Versicherung. Das sind nur ja, 6 bis 10 € mehr Kosten, die da beim Versand entstehen. Jedoch ist deine Ware dann versichert. Falls diese Ware jetzt wegkommt und beschädigt ist, dann hast du diese Ware nicht und du kannst einen Beleg sagen, ja, hier auf dem Beleg die Ware ist 600 € wert, aber war bis 500 € nur versichert. Dann leistet hier in dem Falle DHL keinen Schadensersatz. Das ist so meine Erfahrung. Dann sagen sie, ja, sie hätten die Ware besser versichern müssen. Sie bekommen gar nichts. Ja, das gibt auch solche Fälle. So, ich hoffe, damit habe ich weiter geholfen. Zu diesem Thema habe ich übrigens aber auch ein Video schon mal gemacht. Das findest du hier oben in der Infobox. Kannst du dir gerne anschauen, wie du da in Schadenfällen und auch Nachforschungsaufträge, falls Pakete verschwinden, vorgehst. Ich freue mich, wenn dir dieses Format gefallen hat. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch und sonst noch, wenn noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, um up to date zu bleiben. Ich freue mich, wenn ihr weitere Fragen stellt, gerne hier direkt unter diesem Video in die Kommentare und sonst natürlich noch weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.